Sarah Filburn und ihr Schwager Henry haben gestritten. Wieder mal. Ich musste sie zur Ordnung rufen. Schön üppig. Ja, okay. Ja, wir machen das mal. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, in der, wo man... Mr. Tate, ein Immobilienmakler, versucht für die Menschen im Stretch etwas zu organisieren. Er ist ein guter Mann. Das freut mich irgendwie. Das stimmt denn mit euch nicht? Das interessiert. Ich will doch ein paar Quests abarbeiten. Oh, dann wird hier totgeschlagen. Der Turm. Sam sagt, dass es hier eine gute Bar gibt. Ja, dann geht's auf. Hartes Pflaster hier. Aber Hut ab. Sie kriegen es irgendwie hin. Dann gehe ich einfach bei den Leuten in die Wohnung oder was? Wir setzen auf den Farmen nur Roboter ein. Manche können wir sicher patentieren. Wenn du zu Weston willst, der ist hier irgendwo unterwegs oder in der Fabrik. Wenn es aber um das unsinnige Bierbrauen geht, dann geh bitte wieder. Das muss man nicht noch unterstützen. Sonderbare Art, jemanden zu begrüßen. Ja. Ist zwischen dir und deinem Mann alles in Ordnung? Was bin ich denn, Eheberater oder was? Oh, tut mir leid. Meine Nerven liegen blank. Es kommen und gehen so viele Leute. Weston, das ist mein Mann. Naja, er war noch nie ein Träumer oder Visionär. Er ist praktisch veranlagt, kann mit Zahlen und Tabellen umgehen. Sein Bruder Henry ist der Kreative, aber er hat offenbar kein Interesse daran, die Firma voranzutreiben. Er braut nur noch Bier. Filburn Agricultural Systems könnte die gesamten besiedelten Systeme mit Nahrung versorgen, nicht nur Aquila City. Aber den beiden reicht es, klein zu denken. Jeder hat das Recht, über sein eigenes Leben zu entscheiden, also recht? Das klingt nach einem ziemlichen Dilemma. Ich verstehe, was du meinst. Sie könnten Leben retten. Tja, schade, dass ich nicht dich überzeugen muss. Aber du bist sicher nicht gekommen, um mich jammern zu hören. Doch. Das mag ich. Brauche ich über meine eigenen Probleme nicht so nachdenken. Das ist gut. Kannst du ein bisschen mehr jammern? Es muss doch einen Weg geben, ja, um diese Sache mit Filburn Agriculture Systems zu lösen, oder? Warum übernimmst du nicht selbst die Geschäfte? Ja, gibt es Probleme mit dem Familiengeschäft? Naja, nein, nicht direkt. Ich meine, der Firma geht es prima, aber es könnte ihr noch besser gehen. Diese Sturköpfe haben so viel gottgegebenes Talent. Sie setzen es nur nicht sinnvoll ein. Okay. Es muss doch einen Weg geben. Naja, schon. Es ist immens wichtig. Die gesamten besiedelten Systeme könnten von IntelliWeed profitieren. Das ist doch sicher einige ruppigere Lösungen wert. Was meinst du denn jetzt mit? Um den Hunger zu beenden, kann man schon mal die Samtanenschuhe ausziehen. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Hier geht's nicht um Gutes, sondern um Gier. Meine Familie würde natürlich profitieren, ja, wenn wir IntelliWeed entwickeln. Da liegst du falsch. Es geht darum, was für alle wichtig ist. Henrys Baby hängt an der Marktwahrnehmung. Sein Bier ist nervigerweise richtig gut. Aber wenn wir eine Charge völlig ruinieren können, dann muss er vielleicht das Handtuch werfen, weil seine Marge so klein ist. Kommt auf die Größe der Charge an, aber dein Plan könnte aufgehen. Wie ruiniere ich die Charge? Henry langweilt immer mit seinem Gerede, dass das Bierbrauen eher Kunst als Wissenschaft ist. Es ist anfällig. Da ist es doch sicher super leicht, es zu verderben. Keine Ahnung. Ist es das? Ich kenne mich da mit all dem nicht aus. Das dürfte leicht sein. Die nächste große Charge Bier wird gerade in unserer Fabrik gebraut. Du musst nur in die Fabrik einbrechen, ohne erwischt zu werden, und das Bier irgendwie verderben. Dann warten wir ein oder zwei Tage und sehen, wie die Charge im Stone Root Inn ankommt. Ich bezahle dich auch großzügig. Mehr sage ich dazu nicht mehr.
Weiß ich ja nicht, du. Keine Sorge, die Mauern sind solide. Hier kommen keine Äste rein. Wenn du da reinkommst, ist mir wurscht. Schmierlochregal. Geht ihr Schmierlochregal? Echt jetzt? Was ist denn EPU? Ach, egal. Du musstest ja unbedingt den Ball wegkicken. Hä? Ich hab auch keinen Ball weggekickt. Willst du mich verarschen? Du Göre. Da ist es doch, der Ball. Wenn ich ihn jetzt aufhebe, krieg ich wieder einen auf den Deckel. Was glaubst du, was du da tust? Da habt ihr euren Ball. Nehme dann mal ich. Hä? Welchen Ball angefasst habt? Seid ihr bescheuert? Freestar Security, bleib stehen! Oh, die Schwerkraft ist heftig. Im Namen, als würde man zerquetschen. Keine falsche Bewegung. Welchen Ball angefasst hab? Habt ihr eine Macke oder so? Du kriegst mich nicht leben. Du bist also auf die harte Tour, ja? Ja. Das war ein Unfall. Mit den Waffen, oder? So blöden Görn. Nein. Ich habe einen Ball angefasst und deswegen kriege ich eine Strafe drauf. Aber habt ihr eine Macke? Also, stimmt mit euch nicht. Moin. Warte mal, wir könnten ja mit der Kraft... Haben das alle gesehen? Warte mal, mit der anderen Kraft vielleicht? Druckwelle oder sowas? Atmosphäre, Gravitationsspringen... Gravitationsfeld, Welle. Vielleicht damit? Aha, Junge. Und? Tor? Tor, komm, 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 komm. Ah. Hä? Mach jetzt so. Nein, nicht wieder. Kila ist super, um Kinder großzuziehen. Er hat den Ball über die Mauer gekickt. Über die Mauer. Da ist doch noch ein Ball. Ach, ich hab mich doch im Arsch. Wo ist denn hier ein Ball? Bin ich gespannt, ob wir irgendwo auf dem Ball liegt. Das ist kein Ball. Das ist Aluminium. Ist nicht. Verarschen einen doch schon, oder? Na, scheiß drauf. Okay, gehen wir mal da schnell hin.
kommen wir jetzt wieder hier rein? Nein. Ich nicht, ich hatte doch mal. Ach, hier ist die. Die Pumpgun. So, da geht's hoch. Ist die schon wieder überladen oder warum geht das so langsam erst hoch? Achso, ich dachte schon. Sobald wir durch diese Tore gehen, werden wir von Ashtar gejagt. Also sei vorsichtig. Du bist vermutlich nicht hier, um ein Haus zu kaufen. Mein Anwesen im Kern wurde vom Bürgermeister und vom Historischen Komitee genehmigt. Das nicht ist unbedingt notwendig, aber dafür kann man mit reinem Gewissen zuschlagen. Was schön, dich kennenzulernen. Tschüss. Erzähl mir mehr über das Apartment. Ein unmöbliertes Einzimmer-Apartment. Gut geschnitten. Sehr praktisch gelegen. Fußläufig von der Co-Plaza. Na, Interesse? 45.000. Aktuell, ne. Schade. Aber falls du es dir anders überlegst, gib Bescheid. Sofort. Wenn du einmal eine Immobilie... Ach, eine Sache noch. Mein Instinkt sagt, du kannst mit deinen Händen arbeiten oder in diesem Fall mit schwerer Ausrüstung. Bist du mit Mining-Lasern vertraut? Ja, leider. Ich war sogar mal in einer. Großartig. So viele Menschen im Stretch leben unter katastrophalen Bedingungen. Ich arbeite mit dem Unterhaus zusammen, um günstige Wohnungen bereitzustellen. Aber auf dem geplanten Grundstück muss harter Fels abgetragen werden. Und das heißt jetzt, ich soll mich da jetzt betun. Ich freue mich, für so eine gute Sache ein paar Felsen zu verzertrümmern. Wenn die bezahlte Arbeit, wenn das bezahlte Arbeit ist, dann mache ich's. Geht es hier um die Hilfe für die Leute oder darum, dein Portemonnaie zu füllen? Ich hatte in Aquila City am Anfang absolut nichts, habe auch in so einem Loch gehaust. Das Unterhaus hat mir damals geholfen. Ich will mich revanchieren. Ich verlange zwar Miete, aber nicht mehr als ich muss. Okay, na ja, dann machen wir das mal. Es ist wirklich die beste Sache. Wenn du das Land geräumt hast, können wir anfangen, das Leben vieler Menschen zu verbessern. Na dann. Tun wir diesmal. Wir Arbeit. Nicht so sein. Ob sich dann da auch was verändert? Him. Wow. Und das jetzt dann nicht wegschleppen können? Ey, waren doch eben noch welche. Da. Hab ich gemacht. Bin fertig, Boss. Ich möchte jetzt hoch. Hui, da bin ich wieder. Ich liebe meinen Job. Wunderbar. Der erste Schritt. Das muss ich Miss Wolf berichten. Es ist nicht viel, aber du hast es dir verdient. Nicht viel? Das ist mehr als bei den meisten anderen, die ich kriege hier. Also, Dankeschön.
Vater ein paar Tage. Naja. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Und? Medizin. Hast du gemacht? Tja, Mütter, was? Es folgt eine öffentliche Durchsage für alle Bewohner und Besucher der Systeme der United Colonies. Die Terrormorph-Bedrohung ist real. Vermeidet unter allen Umständen den Kontakt zu diesen Alien-Raubtieren. Versucht nicht, sie anzugreifen. Meldet jede Sichtung umgehend den Okay, so machen wir das. Let's go. Wir hüpfen mal dahin. Mal gucken, ob da was ist, wo wir was machen können. Willkommen im Freestar Collective. Moin. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ah. Was? Chance, dass es nie entdecken. Dann entdecken die das, ist klar. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Bitte Scan abwarten. Ja. Wehe. Fertig. Geht doch. Viel Spaß in Neon. Tschüss. Nee, ah, da gibt's auch eine, da gibt's auch ein Handelsding ins Moment. Wie heißt das hier? Sieht doch auch, oder? Credit. Nee, das ist was anderes, oder? Nee, das ist Handels. Brauchst du was? Ja. Ja? Was? Lass uns handeln. Ja. Gute Idee. Ja. Das ist ja das, was ich kaufen kann. Das kaufe ich mal. So, verkaufen. Ist ein Schiff. Sonstiges. Bitteschön. Und bitteschön. Oh. Ach komm. So, mal nicht so. Gib mir jetzt erstmal keiner mehr auf den Sack. Sehr gut. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld gemacht. Danke. Tschüss. Bist du fertig? Ja, genau. Dann verzieh dich. Ja, ja, bla, bla, bla. So, wir müssen da hinten losgehen. Halt. Wenn wir schon hier sind. Ja? Ist. Wir sind die einzige Überleben unserer Gang. Also müssen wir auch unsere Gang Respekt zollen. Auf mich. Oh, das ich denke, das sind Schläger und die schlagen doch und schießen nicht, sondern doch sind Schießer und die Schläger. Übersetzungsfehler bestimmt, gell? Ups. Hi. Hast du hier irgendwo was, was ich mehr ausprobieren kann? Für eine längere Zeit? Du warst unglaublich! Ich weiß! Hast du dich gesehen? Ja. Die Freaks vom Sioka-Syndikat hatten keine Chance! Ich weiß! Yannick hat geliefert! Der Arsch hat seinen Jungen gerettet! Sag ihm, dass wir dicke sind! Wegen Yannick, er will, dass du aus den Nieren verschwindest. Für immer. Yannick ließ mir
bei dir die Wahl. Entweder du stirbst oder verlässt den Planeten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Vom Planeten weg? Einfach packen und weg? Nein, unmöglich. Ohne mich ist Yannick aufgeschmissen. Wir hatten große Pläne. Weißt du was? Scheiß auf Yannick. Hoffentlich knüpft das Syndikat den Drecksack auf. Und auf dich scheiß ich auch. Ja. Kapierst du, dass ich dir das Leben gerettet habe? Oh, es ist ja eine solche Ehre, dich zu kennen. Danke, dass du mich von meinem Leben rettest. Ja, wenn du das lieber möchtest, dass du von der Bild fertig verschwindest, das kann ich ja machen. Ich soll also einfach... Ich meine, nach dem, was du... Okay, ich gehe ja schon. Sag Yannick, ich werde ihn vermissen. Oder auch nicht. Hm. Ups, ausgerutscht. Ah. Das kannst du doch nicht einfach machen. Oh. Mann. Oh, die Spaßbremse. Auch das waren noch Zeiten. Guck mal unser schönes Schiff an. Das waren noch Zeiten. Was muss ich jetzt machen? Einfach so. Das ich bestimmt immer noch nicht. Oh, die Spaßbremse. Bei denen hat er nichts gesagt, ne? Oh. Wenn ich einen Unschuldigen um den Haufen schieße, ist okay. Nicht darf ich. Das Leben ist so hart. So. Wo ist aber der? Ach, die haben alle schon schöne Mützen auf. Wo gibt's denn die? Los, Barrett, lauf. Wieder so ein mieser Tag in Neon, was? Ja. Hast du dich schon um Felix gekümmert? Hat sicher Spaß gemacht. Er ist so gut wie verschwunden. Weißt du, warum das Syndikat im Lagerhaus war? Scheiße. Nein. Aber ich finde es raus. Gut. Das war ein Spiel. Gibt es keine andere Arbeit? Ja, dann. Also, neuer Businessplan. Ich bin der Boss. Du bist mein fähiger und gut bezahlter Lakai. Einverstanden? Yannick's Blend geht zur Neige. Bald gibt es zornige Kunden. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Wir brauchen Aurora. Und dafür gibt's nur eine Quelle. Xenofresh Fisheries. Nasha hat dort gearbeitet und hatte einen geheimen Lieferanten. Nicht einmal ich kenne ihn. Sein guter Freund. Warum hat Nasha seinen Kontakt nicht verraten? Er hat nie verraten, wer der Lieferant ist, um ihn zu beschützen. Hat sich partout nichts rauskitzeln lassen. Hm. Sehr frustrierend. Oh, du armes Kind, du. Nasher klang so, als würde er gute Arbeit leisten. Hm. Vielleicht. Unwichtig. Also musst du das Bruttosozialprodukt steigern und einen Job bei Xenofresh annehmen. Hier ist ein exzellenter und höchst offizieller Ausweis. Und du heißt jetzt Riley Czerniszewski. Freut mich, Riley. Du bewirbst dich für einen Job in der Produktion. Sie erwarten Chemiekenntnisse. Du weißt, wie man Amp herstellt, oder? Simples Rezept. Kann ich nicht einfach sagen, leg mich am Arsch, verpiss mich? Was ist Amp? Amp sind Steroide. Sehr stark, sehr mächtig. Und
noch legal. Lord Neshar wird beim Einstellungstest nach dieser Droge gefragt. Okay. Ja, ja, okay, schön. Na klar kannst du das. Du musst also deinen besten Anzug anziehen, Riley, und überzeugen. Neshars Kontakt sollte nach jemandem wie dir suchen. Also finde ihn. Dann sichern wir uns mehr Aurora und die Creds schneien rein. 8-7. Ich sag's dir. Nee, nix mach ich nicht. Blend. Mal. Nein, ich. Dem wohl. Kann ich das abbrechen? Dann begeben uns mal nach da. Okay, wir begeben uns nicht nach da. Ich hab's verstanden. Ist okay. Habe kein Problem. Dann begeben uns nach da. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Okay, dann macht ihr mal. Und ich verabschiede mich von euch. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Danke. Viel Spaß bei deinem Besuch auf Jamison. Viel Spaß euch noch und eine schöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Gunrock. Bye, bye.